Es ist ungeheuer warm, wird sicherlich eine Willensgeschichte werden für beide Mannschaften. Man wird so ein bisschen ablesen. Das ist von der Systematik her ein 4-2-2-2-System. Wir haben auf drei Positionen haben sie verändert. Muss wiederholt werden. Schiedsrichter Daniel Badnitzky. Ott, dann geht es los hier. Immer mal wieder, wie von Anfang an, über die Flügel. Und das ist das Tor! Das ist ein fantastisches Tor! Ein überragender Treffer! Ein überragender Treffer! Das ist Malanga! In dieser Saison offensichtlich, zumindest bis hierhin. Und jetzt schauen wir mal, was diese zweiten 45 Minuten bringen im sonnenüberfluteten Stadion hier in Großasbach. Spieler verfolgen, in Anführungszeichen. Geht durch, alle durch. Elfmeter wird reklamiert. Der Ball ist im Tor! Der Ball ist im Tor! Der Ball ist im Tor! Und es ist Castanaras, wenn ich das richtig sehe, der diesen Erfolg feiern kann. Längere Gastrolle. Wir werden alle Spiele in dieser Saison in der dritten Liga hier in diesem Stadion absolvieren. Vorland ist aus dem Tor. Geht er rein, geht er rein! Er geht rein, er geht rein! Es ist ja nicht zu glauben! Es ist ja nicht zu glauben, der Notnagel! Der Notnagel! Das ist ja nicht zu fassen. Das glaubst du ja nicht. 3-0. Not, Nagel. Nagelt. Aber das war gar nicht genagelt. Da müssen wir uns nochmal angucken, das ist ja verrückt. So, jetzt hier. Jetzt hier. Da kommt er und zieht dann einfach mal ab, wenn er sieht, dass hinten der Vollert inszeniert hat. Gutau und Schubert sozusagen. Jetzt gucken wir mal, was da nach vorne geht. Schuss ist gut! An den Posten! Sensationelles Ding nochmal für den VfB Stuttgart. Und Vollert hätte den nicht bekommen. Haben hier die Slow-Mo aus der Hintertor-Hochproduktion. Und er hätte perfekt natürlich VfB Stuttgart. Jetzt ist es soweit. Die Stuttgarter jubeln, der Brustringen. Jubel, Fiedler klatscht. 3-1, Malanga, dann Castanaras und natürlich. Live beim Magenta Sport.